Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play OFM SK Grizzly Folge 31. Ja, ich weiß, die letzte Folge von SK Grizzly war die Folge Nummer 30 vom Spieltag 18. Es ist zu sagen, ich habe jetzt das seit kurzem eine berufliche Ausbildung, mich weiterzuentwickeln, begonnen und habe deswegen weniger Zeit. Ich bin noch etwas im Lernen und deswegen bitte ich mal um Entschuldigung, aber Privates geht eben vor Let's Play und ja, wenn alles gut geht, ist dann alles mit Anfang Dezember abgeschlossen und ich kann wieder zu meinem normalen Regelwerk beim Let's Play übergehen. Aber nichtsdestotrotz, diese Folge 31, es gibt wiederum ein paar Neuigkeiten und zwar, wie immer mal zu Beginn, das Saison-Logbuch. Habe ich eben die Verträge von eigenen Spielern verlängert, dessen Vertrag drohte auszulaufen oder Spieler, die sich verbessert haben. Und tatsächlich, Spieltag 27 haben sich 4 Spieler verbessert. Spieltag 28 wurde die Nordtribüne fertiggestellt. Super! Und Spieltag 30, sprich heute, habe ich einen neuen Torhüter verpflichtet. Wieso und weshalb, dann später mehr dazu. Gehen wir mal zum Stadion als ersten Punkt. Und zwar habe ich jetzt ein Stadion, wenn wir uns das anschauen, SK Grizzly, machen wir es hier, mit einem Fassungsvermögen von 14.245 Zuseher. Die nächste Tribüne, um die werde ich auch hier jetzt da so gesehen jetzt live machen, mit euch die Osttribüne ausbauen. Gut, ich habe mir vorgenommen, ich gebe mir für eine Osttribüne schon mal oft meine Finanzen. Mein Kontostand beträgt 12.000 Euro. Ich werde ca. 8.000 Euro in die Tribüne pumpen und werde mir den Rest eben als Polster lassen. Schauen wir mal. Stadion. Osttribüne ausbauen. Jetzt zur Kapazität 2049. Geben wir doch mal 10.098 ein. Wie viel würde mich das kosten? 8,3 Millionen wäre fertig. Spieltag 34. Bringt sich doch eher nichts. Vielleicht sollten wir dann eher erhöhen auf 1.500. Spieltag 0. Ich möchte sie nämlich fertig haben an Spieltag, also noch vor Spieltag 1. Spieltag 3 ist zu spät. Na, tasten wir uns halt heran. 1798 Spieltag 1. 1698 Spieltag 0. Gehen wir mal ein. 1699. Spieltag 1, okay, das heißt 1600. Ja, 9 Millionen so viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben, aber okay. Geben wir mal ein 49. Spieltag 0. Spieltag 0. 70, Spieltag 0, 75, Spieltag 0, 79, Spieltag 0, 85, Spieltag 0, 89, 0. Ja, natürlich muss man sich jetzt herantasten, dass man es noch schafft vor dem ersten Spieltag, 97, 98. 99, ja, bleiben wir bei 98. 91 Tage. Wir bauen jetzt aus auf 10.098 diese Tribüne. Oh, 10.097, dann habe ich einen Tag weniger. Ausbauen. Zack, Osttribüne ausgebaut. Spieltag 0 der 134. Saison. Wunderbar. Gut, gehen wir jetzt zu meinem neuesten Transfer, das ist mein Torhüter. Und zwar mein neuer Stammtorhüter Oskar
Sastre aus Spanien. Man sieht sofort, er ist um 2 Jahre jünger und noch eine Stärke. Ersten Augenblick mal stärker, aber es täuscht, denn mein Torhüter wird sich verbessern mit Spieltag 34. Das heißt, mein Torhüter hätte jetzt zu Stärke 9 937 AWP. Ja, 937. Oskar Sastre hat 781, also weniger und ist auch noch jünger. Und das waren die Kriterien. Er hat zwar momentan einen Marktwert von 2,9 Millionen Euro, aber jetzt schauen wir mal nach, wie viel ein 23er Achter hat. Transfers, Marktwert, Position auswählen, Torhüter, ein 23er Achter. Torhüter hat einen Marktwert von 1,87, also fast 1,9 Millionen. Und ich habe ihn geholt um 1,9272, also kann man sagen, etwa genau den Marktwert, was ein 23er Achter kostet. Natürlich möchte ich dann auch meinen Torhüter verkaufen, das ist dann ein 25er Achter. Und wenn ich ihn wirklich anbringe um den Preis, dann habe ich zumindest ein bisschen Geld gut gemacht. 25er Achter, 1 Million. Also, wenn man es so nimmt, einen neuen Spieler um 1,9 Millionen gekauft. Wenn ich den dort um 900.000 wegbekomme, habe ich für den neuen Torhüter heute so gesehen 1 Million investiert. Und das ist doch meiner Meinung nach ein, vielleicht schauen wir mal, wie sich die Zukunft entwickelt, ein gutes Geschäft. Gut Leute, ihr wart jetzt dabei bei meinen Finanzen, Stadionausbau, bei meinem neuesten Transfer. Ja, dann natürlich noch eine Meldung. Und zwar habe ich ein Gespräch gehabt mit dem Manager des, er ist auch gerade online, mit dem Zauberwürfel. Wir haben uns sehr gut unterhalten über Skype. Das einzige Problem ist momentan, unsere Zeiten passen nicht zueinander, denn ich möchte gerne Let's Plays aufnehmen, wenn ich eben alleine bin, damit meine Frau oder mein Kind nicht im Hintergrund zu hören sind. Das möchte ich nicht. Und deswegen eben auch jetzt um so eine Zeit, es ist 22:26 Uhr. Und das geht eben nicht, bevor Kind und Frau im Bett liegt. Ja, die Saison, machen wir doch nochmal einen kleinen Ligaüberblick, werde ich im sicheren Mittelfeld beenden. Durch den neuen Torhüter habe ich jetzt noch eine Stärke von 70 erreicht. Ich werde keine großen Sprünge mehr machen. Spielplan, ja, morgen werde ich höchstwahrscheinlich vielleicht, wenn es gut wird, einen Unterschied rausholen. Dann noch Gegner 33 und 34, die auch stärker sind als ich. Ein Sieg wird wahrscheinlich noch da sein, Spieler 32. Aber das sollte nicht stören. Gut, das war es jetzt eigentlich, meine Finanzen dadurch, diese Saison und alles heute, was ich gemacht habe. Einen neuen Spieler gekauft und das Stadion in Auftrag gegeben, alles jetzt da, was ich mir jetzt das seit langer Zeit erwirtschaftet habe, wieder unten. Aber es wird sich sicher mit Stadion verbessern. Sei es drum, euch wünsche ich noch einen schönen Abend und alles Gute. Tschüss und Baba, euer Grizzly.